Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Arsch. Wir verkaufen jetzt Bier bei Edeka. Den Bestpreisen, hoffe ich jedenfalls. Dazu werden wir ganz kurz gucken. Und oder damit möge das Geld in die Tasche fließen. Bei mir, ne? Ja, wir brauchen noch Geld für den Schlachthof. Und das ist jetzt. Ja, es wird noch einiges fehlen. Ne? Also einmal Bier verkaufen noch, das ist Kistenbier, also die Kisten. Die Fässer haben wir gerade verkauft und jetzt verkaufen wir, holen wir uns die anderen Sachen halt. Ne? Also die, oh, 100, oh, das hat sich fast gelohnt. Wenn wir noch einmal verkaufen, dann haben wir das Geld fast zusammen. Also Bier, richtig viel Kohle. Ich muss dazu sagen, wir haben auch für Bier viel an Rohstoffen vorhanden. Ne? Also von Malz angefangen. Bisschen, ja, Wasser kostet nicht das Geld, ja, nicht die Menge, ne? Aber ich wollte, muss alles gemacht werden, ne? Wasser, dann natürlich hier Weizen, Gerste, Paletten, all das muss erstmal investiert werden, ne? Dann zu schweigen von der Brauerei kaufen an sich, ne? Ich denke mal, die Brauerei hat sich bald refinanziert. Die Brauerei wird uns ja auch die nächsten Produktionen nachher garantieren, den Schlachthof. Und dann nachher, mal sehen, naja gut, Hopfen fehlt, ne? Und der Schlachthof muss dann ja die Schulden abdecken, ne? Das ist ja so, ne? Denn über 20.000 Zinsen ist heftig, also wirklich heftig. Da muss ich echt sagen, die Notbremse ziehen. Dass wir da jetzt schauen, wenn der Schlachthof steht, dass wir da entsprechend sowas wie Entschuldung arbeiten. Ne? Also wir müssen ja langsam sehen, dass wir da, ja, leider viel Hopfen. Man könnte auch Hopfen kaufen, ne? Da hätten wir. Ja, nee, dann ist das Geld wieder weg. Ja, das wäre eine Option, ne? Also, aber ich glaube, Hopfen ist, glaube ich, sehr teuer. So. Auflademodus, ne? Und dann geht das rückwärts ran. An die. Ja, die Brücke bauen wollte ich auch noch, aber dafür wird das diese Jahreszeit nichts. Dazu müssen wir immer sehen, dass wir das hier. Immer die Schulden abzahlen, ne? Wir haben noch Kartoffeln da zum Verkaufen. Die werden wir nicht verarbeiten können. Also werden die verkauft. Das werde ich auch nächstes tun, ne? Also sobald wir die das Bier verkauft haben, dann können wir mit einem anderen Anhänger so 20, so kommen so rum. Kommen wir. Knapp. Ja, dann können wir aber Gelegenheit den Malz herbringen, ne? Und wenn wir Malz hier haben, dann können wir mal sehen, dass wir demnächst Hopfen besorgt bekommen. Ja, müssen wir mal ansehen. Muss der Frühling erstmal kommen, ne? Da muss ich mal schauen, welche Temperatur wir haben müssen. Zur Aussaat. Und wie gesagt, auf Feld 17, 18 auf jeden Fall erstmal umflügen. Wahrscheinlich mit Gülle gleich mal düngen, also mit Gärreste. Dann können wir mal sehen, dass wir im Frühling, wenn wir den Schlachthof alles versorgt haben, außer Fleisch, Tiere. Dann müssen wir immer sehen, ob wir da Toiletten hinkriegen. Wahrscheinlich Wasser, denke ich mal. Ja. Denke ich mal, ne? Muss ja Wasser auch haben, ne? Zum, naja, zum. An der Fertigung muss alles gereinigt werden, ne? Und fürs Fleisch noch Eis genommen. Also fürs. Na, Eis nicht, für Fleisch nicht, für. Wo war ich denn jetzt lang? Fürs. Für die Wurst, man Eis. Damit sie beim Cuttern im Prinzip nicht zu heiß wird, also nicht verbrennt. Und zweitens macht sich Wasser gut fürs Gewicht.
Aber das wird so gemacht. Man macht im Prinzip das ganze Zutaten rein, also von Gewürze. Hat man Fernsehen gesehen, also ich bin kein Schlachter. Gewürze macht man rein. Wo wird die am besten gezahlt? Gewürze rein, das Fleisch halt, ne? Und Edel. Ne, also dann kommt alles da rein. Und dann kommt noch Eis dazu, damit es beim Durchrühren mehr oder weniger nicht zu heiß wird. Also das machen die schon, ne? Also wegen der Temperatur. Natürlich auch sieht man ganz gerne, dass man die Menge ein bisschen erhöht, ne? Denn früher hat man die Wurst ja auch ohne Eis hergekriegt, ne? Also aber wie gesagt, maschinell ist das so, dass es halt nicht anders geht, ne? Beziehungsweise schwierig. So. Und Action. Haben wir das? Das Zahl hat 7.000 bestimmt. Bringt ja mehr wie das andere Bier. So, fahren wir zurück zum Platz, wo wir bauen wollten, ne? Das war hier irgendwo. 7.000. Wir wollen den Platz kaufen. Obwohl, der Preis war nicht so teuer. Mal gucken, wo es war. Das war hier irgendwo. Es reicht noch nicht. 113.000 bloß. Das war noch mehr, ne? Hat er ja nicht alles verkauft? Das kann sein. Und schnell zurück. Ich habe den Verdacht, dass wir nur einen Teil verkauft haben. Ja, die Gebäude mag er nicht. Das ist von der Performance nicht so gut. Obwohl ich eigentlich 30 einhalte. Ah, sag ich doch. Ich muss weiter nach hinten verkaufen. Obwohl er drin ist, ne? Nur aber, ne? So, welchen Platz wollte ich kaufen? Ich wollte sagen, ich hab doch hier jetzt da. Da fahren wir hin, ne? Hier Sportplatz. So, nochmal 90.000. So. Jetzt können wir uns den Schlachthof leisten. Wenn wir das Land erstmal kaufen müssen, okay. Mal sehen. Und da vorne ist es. Ah ja, okay, sehe schon. So ein bisschen verteilt die ganze Sache, ne? Um eine Produktion einen Haufen haben, ist ein bisschen ungünstig für die Performance, ne? Wo der Rechner nochmal packen könnte oder müsste. So, wir sind da. Wenn wir nicht viel Gleise stellen, ne? Züge fahren die sowieso nicht. So, das soll die Fläche sein. Dazu geben wir erstmal ein Menü. Verkehr. So, Land. Sollte eigentlich machbar sein. So, das ist knapp. Das reicht nicht. Kriegen wir noch einen Kredit? was genau? Lass mich kurz rechnen. Überlegen. Rechnen nicht, überlegen. So. So,
Nur weil ich es unbedingt haben möchte, sonst hätte ich es nicht gemacht. So. Dann werden wir gleich die Paletten hinten. Naja, Paletten. Sägewerk. Schweinefutter. Ja, Schweinefutter ist für mich. Achso, Matchmap-Punkte. Ja, das ist was anderes. Das ist für Matchmap, die Dinger hier. Rinderzucht, Milch. Ja. Ich habe da ein Problem mit, ist nicht realistisch. Ich habe eine Rinderzucht. Hühnerstall ist auch nicht realistisch. In Anführungszeichen. Werde ich so nicht bauen. Schlachter. Oh, 7000. Dann können wir gleich. Mal gucken. Ich weiß nicht genau, ob das so geplant ist. Ich sehe aber nicht alles, ne? In die Richtung gucken. Da ist ein Zaun. Okay, da können die außen stehen bleiben. So, genau da. Wir werden natürlich den. Ah, das passt genau hin. Das ist für hier vorgesehen. Die Grenze genau am Zaun, Parkplatz und gekauft. So, wir haben noch 100.000. Das heißt, den Kredit, den wir jetzt genommen haben, den kleinen, den zahlen wir gleich zurück. Und zwar sofort. Denn sonst haben wir sogar ein bisschen mehr zurückgezahlt. So. Hier kommen die Schweine und die Schafe und die Kühe. Ey, wieso? Bitterpersonal, lass mich rein. Ja, Personal bin ich schon. Ich hab's gerade gekauft. Mal gucken, hier ist Hühner. So, was brauchen wir alles? So. Wir brauchen, ja, Tier ist klar. Wir brauchen Leerpalette. Kartonpalette. Produkte. Also kein Wasser, das ist gut. Im Grunde brauchen wir Schweine. Also drei Sachen im Prinzip. Dann werden wir uns gleich darum kümmern, um die Leerpalette. So, läuft ja noch nicht. Ja. Das meine ich damit. Kann auch sein, dass ich ein Bild ausgemacht habe. So, wir sind dann mit einem Reicher, eine Produktion reicher geworden, und zwar die Schlachterei. Ne? Jetzt holen wir uns die. Ich muss kurz überlegen. Komm mal. Ja, hängt er hier ein bisschen fest? Ein bisschen irgendwie hängt er auch fest. Mehr zurückfahren. Ach, hier die Dinger hier dran. Ja, so. Könnte sein. Nicht ins Wasser rein. Wir fahren jetzt zum unserem Sägewerk. Beziehungsweise wir fahren jetzt. Ja, Sägewerk auf jeden Fall. Da sind die Paletten. Die holen wir jetzt da. Damit wir bald mit den ersten Schweinen kommen können. Ne? Die Schweine liefern wir erst ein, zwei Tage später. Die Bremse wieder und alles auf. Ja, gut. Anderes Thema. Ich am LKW. Beziehungsweise
Da sind noch Paletten da, die können wir verkaufen. Wir müssen noch Geld verdienen für unsere... Ja, wir verdienen immer Geld. Nutzt auch nichts, weil... So, das ist Leerpalette. Bretterpalette ist leer. Spanplatte ist auch leer. OBS. Maximum. Zeugen. Nichts. Auch nicht. Gut, dann haben wir mal aufladen, ne? Ja, da sind wir ganz schon gekriegt. Also kriegen wir was weg. So, aufladen. Das sind 6. Sind wir 100.000 ungefähr, grob geschätzt. Wie gesagt, ich will nicht Schulden loswerden. Das ist jetzt das nächste Ziel, was ich habe. Schulden zurück. Da liegt das hier ganz, ganz ordentlich. Bietet sich an, das zu verkaufen. Ne? So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ja, zur nächsten Folge geht's weiter. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, wenn ihr Anregungen habt, Tipps, Ratschläge, Wünsche, immer reinschreiben in die Kommentare. Ich versuche es zu verwirklichen, ich versuche es zu machen. Das ist genau berechnet, das fand sich. Ja, dann sehen wir uns dann wieder und wie gesagt, habt ihr Wünsche, einfach reinschreiben. Spezielle Sachen natürlich auch. Wenn ich das machen kann, mache ich das gerne. Dann sag mal tschüss und ciao. Bis dann. Tschüss.